meine lieben Zuseher. So, ich bin jetzt mal allein zu Hause. Mal ein kurzes kleines Update starten. Hört ihr was? Nein, ich auch nicht. Der Witz ist, diese Filter von Aquarill sind sowas von leise, dass du die echt nicht mitkriegst. Der ist im vollen Gange, sieht man ja, ne? Ja. Plätschert, fließt und außer meinem Gequatsche hört man nichts. Null. So, jetzt nochmal zu dem kleinen Großen. Plätschert vor sich hin. Vielleicht bräuchte ich noch ein bisschen Bewegung. Dann doch mal ein bisschen reindrücken vielleicht. Ah, ich weiß nicht. So genau. Ich habe das jetzt hier auf Plätschern eingestellt rum. Der Spiegel da hinten ist jetzt eigentlich auch witzlos, weil ich hätte ja die Rückfolie, ne? So, jetzt haben wir hier mal. Ich habe übrigens heute mal zwei Brennnesselblätter reingeschmissen. Die sollen ja für guten Bodengrund sorgen beim Verrotten und da gibt es dann auch Nahrung für die Garnelen. Und ich denke mal, wenn die jetzt mal eine Weile da drin rumgeschwommen und verrottet worden sind, dann werde ich wahrscheinlich auch bei den Garnelen nicht mehr großartig zufüttern müssen. Weil die können sich ja dann vom Bodending ernähren. Die Dame von Fressnapf XXL hat mir nämlich gesagt, man muss am Anfang erstmal ein bisschen zufüttern, weil sich ja der Bodengrund erstmal entstehen lassen muss. Also hier die schon gesunken. Habe ich drei da drin oder nur zwei? Nö, zwei. Weil der Bodengrund, der muss sich ja erstmal bilden. Da müssen ja erstmal kleine Algen, kleine Mikroorganismen müssen ja erstmal wachsen, die dann gefressen werden können. Also dieses hier gefällt mir jetzt nicht ganz so toll. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, weil im Endeffekt heißt es ja, man soll die Sachen so lassen, wie sie sind. Dieser Biorasen, der löst sich dann von alleine auf. Es kann allerdings auch sein, dass sich hier ein paar Algen bilden. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das jetzt Biorasen oder Algen oder was weiß ich ist. Das sind doch drei Blätter. Ich glaube, dann nehme ich eins wieder raus. Habe ich denn meine schöne Zange? Das ist mir jetzt dann doch ein bisschen, drei Blätter finde ich jetzt dann doch ein bisschen zu viel. So, kommt das wieder weg. So, weil hier schwimmt ja eins auf dem Boden. Also schwimmt auf dem Boden, liegt auf dem Boden. Und das andere hier, und das sind halt lauter Fusseln. Na, muss mal gucken, dass wir das mal ein bisschen sauber machen. Aber ich lasse jetzt seit einiger Zeit hinten offen. Erstens kann man da schön reinfummeln und zweitens, um mal ehrlich zu sein, ist mir ständig beim Filter rumpuppeln ständig das Teil wieder abgefallen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt lasse ich es ganz weg. Wir haben heute übrigens den 21. Kaum gestaltet man das Aquarium um, da guckt die einzige Blasenstecke im Becken, was es Neues gibt. Die muss ich jetzt unbedingt den Kescher anschauen. Vorhin war sie noch nicht da und jetzt muss sie auftauchen. Jedenfalls hat die genug zu fressen. Ich weiß es noch nicht, ob ich jetzt da noch eine Schnecke reintun soll, aber auf der anderen Seite denke ich mal, wenn es der zu einsam ist, kann sie sich ja Brüder und Schwestern machen, ne? Das ist jetzt erstmal meine neue Gestaltung. Und ja, noch ein bisschen da und dort zupfen. Ich habe jetzt die große Wurzel geteilt und an der Seite hier noch ein bisschen das Moos reingestopft, damit es hier nicht so rumwächst. Aber es ist wirklich sehr schwierig, nicht an den Filter zu kommen, weil man doch wirklich sehr wenig Platz hat, dass man sich nicht einen Filter zubaut, ne? So, wir haben heute den 27.09. und der Filter geht mir mal wieder auf den Zeiger. Ich habe den vorgestern schon mal wieder ausgeklopft und da hängt auch wirklich Schlotter dran. Also man kann da wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt, je mehr Pflanzen man hat, desto mehr Schlotter hat man. Aber das kann doch nicht sein, dass man schon wieder einen Filter ausklopfen muss. Also ihr seht jetzt hier auch,
dass dieser Schwamm und dieser Filter jetzt total, na gut, dieser untere geht ja noch, aber vielleicht sollte ich mir wirklich, das seht ihr mal, total verschlottert. Ja. Dabei ist der jetzt gar nicht so lange im Einsatz. Also waschen wir den mal aus. Aber vielleicht sollte ich mir wirklich, und das habe ich im Internet mal gelesen, dass man sich da so einen Schwammfilter reinsetzt in diesen normalen Filter. Ja. Und dass man sich diese, und dass man sich dieses komische Filterwattenteil überhaupt nicht mehr antut. Also ich werde jetzt mal gucken, ich werde den jetzt mal ein bisschen auswaschen. Außerdem habe ich noch einen da. Ich habe mir mal ein Dreierpack gekauft für dieses Mini. Und da habe ich jetzt noch einen da. Jetzt gucken wir mal. Ja, und hier seht ihr es auch, total verschlottert. Ich werde den jetzt mal auswaschen. Ja, dann wird er wahrscheinlich wieder gehen, aber ich gucke mal nach dem Schwammfilter. So, ob ich jetzt dieses Teil noch aufsetze, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Obwohl, sollte ich vielleicht machen. Es war ja für die... Also ich meine, es haben zwar viele immer geschrieben, dass das Teil recht schnell verstopft, aber da habe ich jetzt hier nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt nach ein paar Wochen, nach ein paar Tagen in der Woche jetzt gleich verstopft wäre. So, jetzt schmeißen wir mal den Filter an, der wird jetzt wieder gehen, aber ich muss mal sagen, ich habe meinen Lebtag noch nie in einem Fischaquarium so einen Zirkus gehabt, wie in diesem kleinen, was Filter betrifft. Da seht ihr mal, jetzt läuft er wieder. Ja, aber wie gesagt, sehr lästig, sehr anstrengend und ich werde mal gucken, in den 54 Liter soll ein Einheim oder Eheim dabei sein. Und da werde ich mal schauen, ob ich den lassen werde. Das sieht hier immer aus, als ob hier Filterwatte raussteht, aber dem ist nicht so. Also das ist diese untere Plastik, dieses Plastikteil von diesem Dennerle. Und das ist keine Watte, die rausguckt. Aber ich habe auch schon den Verdacht, je mehr Pflanzen ich drin habe, desto mehr Kram verstopft sich im Filter. Also das ist mir auch schon in den Sinn gekommen, ob das damit zu tun haben könnte, dass bei mir die Filter dauernd verklopfen. Also keine Ahnung. So, jetzt läuft das erstmal wieder. Das Kleine wird auch bald angehen. Und ja, Garnelen, denen geht es ja gut. Pflanzen sind drin, dadurch auch Sauerstoff und... Gucken wir mal, wie lange der hält. So, wir haben heute den 28. Der letzte Wasserwechsel vom Großen war vor 2 Tagen. Letzter Wasserwechsel vom Kleinen. Da habe ich wohl vergessen nachzutragen. Der war nämlich auch vor 2 Tagen. Also beides am 26. Weil ich mache die normalerweise immer gleich. Das Kleine eigentlich häufiger wie das Große, nämlich 2-mal in der Woche. Und ja... schwimmt aber trotzdem ganz schön viel so Kleinkram, Blätter, was weiß ich, keine Ahnung, in dem Großen rum, dass der verstopft, wundert mich jetzt nicht. Ja, gut, also heute 28. vor 2 Tagen Wasserwechsel.